Weiter geht's mit Halo 4. Infinity and Gypsy Company? Der Luftkorridor zum Gravitationstrichter wird von einem Partikelkanonennetzwerk gesichert. Die Schilde der Infinity sind noch unten. Räumen Sie den Weg frei, dann geben wir Luftunterstützung. Captain, wie schätzen die Aufklärer die Lage ein? Sie waren zwar lange außer Gefecht, Chief, aber diese Mission muss schnell ablaufen. Eine Gefechtsaufklärung würde uns nur aufhalten. Laut Telemetrie werden die Kanonen von einem Gefechtsstand südwestlich von uns kontrolliert. Schalten Sie dieses Ziel aus und neutralisieren Sie die Geschütze. Wir treffen Sie auf der anderen Seite und übernehmen den Gravitationstrichter. Infinity, Ende. Ehrlich gesagt bevorzuge ich meine Infos mit ein wenig mehr Info. Wir kriegen das hin. Okay. Chief, hier ist Spartan Sarah Palmer von der Infinity. Commander Lasky wartet im Mammoth auf Sie. Auf dem Weg. Rühren, Soldat! Wow, da hat aber jemand Minderwertigkeitskomplexe. Oh, ich mag Minderwertigkeitskomplexe. 766 und Spartan Palmer sind endlich in der Luft. Meins! Claimed! Oh, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern. Ist ja geil. Stimmt, jetzt wird's wach. Ist das cool. Richtig gute Idee. Ah ja, fahrende Festung. Cool. Woo! Chief, leider müssen wir einige der Partikelkanonen von Hand ausschalten, bevor wir zum Gefechtsstand gelangen können. Ja? Chief, Palmer nochmal. Der Mammoth hat Jetpacks an Bord. Wenn ich da unten wäre, würde ich mir eins holen. Wie sie sich Spartan schimpft. Oh, guck mal, wie die ihren ihre Düsen benutzen. Geil. Richtig cool. Was ich blöd finde, warum sie keinen Helm trägt. Das finde ich so Banane. Damit man sieht, das ist eine Frau. Was soll ich machen? Ich habe wieder nicht zugehört. Blablabla. Bla, bla. Nimm dir einen von den was? Was hat sie gesagt? Dummen Gleit. Oh, guck mal, die Kanone. Vielleicht wiederholt sie sich ja nochmal. Tut mir leid, ich habe ihr nicht zugehört. Ich hörte was an. Nimm den bla bla. Unten bla. Oh, Raketenwerfer. Könnte die Leute hier mal ein bisschen ausrüsten. Ah! Gypsy Company, hier Captain Del Rio. Sie haben grünes Licht. Ach, Jetpack. Aha. Schalten wir den Gravitationstrichter aus, damit wir nach Hause können. Komm, wir heiraten. Die Arbeit rufen. Wirbeln wir ein bisschen Staub auf. Geil. Gypsy wird Sie zur Absturzstelle vor und werden Sie den Zielmarkierer. Ohne ihn können Sie
die Beseitigung dieser Geschütze vergessen. An alle Einheiten, Allianztruppen setzen sich auf der Kammlinie fest. Feuer frei, Leute! Ach nö. Steht der Munition. Fuck, was ist jetzt los? Steig auf, Soldat. Zielen Sie auf die Phantoms, dann schießt die Railgun sie ab. Ziel erfasst. Ohoho. Phantoms, die sind noch keine mehr. Erstes Ziel ausgeschaltet. Kein Sichtkontakt mit weiteren Zielen. Schiff sie auf dem Weg zum zweiten Einsatzziel. Erbitten Evakuierung für Verluste. Bin dabei, Commander. Palmer, Ende. Was ist mit dem passiert? Oh, scheiße.
Bye bye. Ziel erfasst. Blockiert das andere Ende der Schlucht. Drei Energiequellen geortet. Schalten Sie sie ab, damit der Mammoth durch kann. Na gut, dann gehen wir runter. Ach. Mein armer Warty. Danke. Kraftfeld deaktiviert. Mammoth, der Weg ist frei. Mammoth hält Position. Wann auch immer Sie bereit sind, Chief. Komm, Mammut. Oh, cool, oder? Das hat was von Halo Deserts of Karak. Gypsy Company, rücken aus. Hä? Du Glückspilz. Ziel erfasst. Schuss sitzt. Unidentifiziertes Allianzschiff nähert sich. Unidentifiziert? Was ist das? Der Mammoth wird auf offenem Feld nicht lange durchhalten. Wir müssen ihn die Allianz vom Leib halten. Okay, okay, ich gehe ja schon. Ach, oh, schön, das ist so ein Ding. Die sind super.
Los, Soldat. Willst du doch runterspringen? Ja, mal los. Warum brauchen wir Timing dafür? Hallo? Zeuge Jehovas? Glauben Sie an Gott? Ich schon. Ah! Ich glaube an Master Chief. Was soll ich machen? Da eine Granate reinwerfen? Das war's, Zeit sich aus dem Staub zu machen. Geronimo! Ja, ich kann auf dem Planeten landen, aber nicht hier, oder was? Aber gerade das Jetpack sind uns nicht, Trottel. Guck mal, was ist mit dem Strahl los? Aber diesmal bin ich besser vorbereitet und los geht's. Das Ding muss mit, mach die scheiß Luke auf. Das gibt's doch nicht. So ein cooles Feature, so schlecht. Fahr ich halt da rein. Es steckt ein Panzer vorne drin. Danke, Chief. Für ein Weilchen wurde sie ein wenig brenzlig. Alle Einheiten um uns formieren. Nesky, die Infinity. Statusbericht. Mammoth in üblem Zustand, Sir. Er könnte es bis ins Zielgebiet schaffen, falls niemand anfängt, uns mit Steinen zu bewerfen. Ein zu hohes Risiko. Ich schicke ein paar Teams zur Ablenkung raus, damit sie den Gravitationstrichter erreichen. Steckt ihr immer noch vorne drin? Verstanden, Sir. Ausrücken, Gypsy. Shadow Company, Castle Company. Machen Sie Druck auf die anderen Kanonen. Hört laut und deutlich. In Stellung. Bereit zur Unterstützung. Shadow-Anführer an Infinity. Feindlicher Luftkontakt. Starke Feindkonzentration an den Stellungen. Okay, Leute. Das Gelände um die Nebenflüsse ist zu unwegsam. Angriffstrupp. Zurück zum Mammoth. Jeder, der nicht an Bord... Hä?
Ja, aber das macht doch nichts mit dem... Das wird zurückgelassen. Okay, macht ihn dicht. Mammoth unterwegs. Jetzt ist er explodiert, der Panzer, glaube ich. Sie sind denen egal. Die haben sie ersetzt. Kommt. Wie? Wie kann das okay sein? Wie kann es okay sein, wenn ich sie in Gefahr bringe, weil ich mich nicht zusammenreiße? Chief, verstehen Sie überhaupt, was der Wahnsinn wirklich bedeutet? Wir schalten uns nicht einfach ab. Unsere kognitiven Matrizen beginnen sich exponentiell zu unserem gesamten Wissensstand zu teilen. Wir denken uns buchstäblich zu Tode. Du weißt, dass ich das nicht zulasse. Und falls es trotzdem passiert? Hier Lasky. Ja, Commander. Der weitere Weg ist komplett blockiert. Das war's erstmal für den Mammoth. Der Befehlsstand der Partikelkanone ist am Ende des Grabens. So, allein bin ich schneller. Wir sehen uns dann auf der Infinity, Commander. Lasky, Ende. Oh, mein Fahrzeug, ihr Monster. Hör auf, mich anzuleuchten, du Lappen. Oh! Oh, oh, meine eigene Medizin. Dabei war ich doch schon so weit oben. Hallo? Verbindung abgebrochen. Ja, es interessiert mich nicht. Das Internet ist wohl weg. Steam down, Xbox down. Ja, schön, dass die Internetverbindung weg ist. Overkill, aber egal. Wir machen das Ding jetzt leer, aber 13 Schuss immer noch, das ist krass. Oh, scheiße, sind da viele. Thank you.
Geht doch. Na toll. Alter, gib mir da die Munition aus, im Ernst? Bei dem Massensuizid. Okay, ich geh schon wieder zurück. Das ist gar keiner mehr. hallo? Da ist er. Jetzt kein Bock auf euer Geplänkel. Fortuna und Infinity betreten das Blutsväterbauwerk. Kommunikation schwierig, Koordinaten erhalten. Die Blutsväter, die anderen, dieser Diktator-Typ ist ja, war ja gefangen, ne? Deswegen sind die Drohnen auf meiner Seite, glaube ich. Danke, liebe Drohne. Der Aufzug sollte uns direkt zu den von der Infinity übermittelten Koordinaten bringen. Fast so, als wenn die Wächter wollten, dass wir die Partikelkanone ausschalten. Könnte eine Falle sein. Sie sagen das so, als gäbe es eine andere Möglichkeit. Eben, keine andere Möglichkeit. Wir haben die Koordinaten erreicht. Hier müsste es sein. Die Partikelkanonen scheinen diese Schaltmatrix für ihr Zielleitsystem zu nutzen. Das Ganze ist nicht automatisiert und sollte es mir eigentlich nicht gestatten, die Kanonen auf sich selbst feuern zu lassen. Eigentlich. Cortana und Infinity, die Geschütze sollten offline sein. Wie sieht's von oben aus? Infinity! Cortana? Hier drin ist was. Chief! Cortana! Cortana! Cortana? Was mit diesem Chip? Kann ich den nicht einfach nehmen? Na toll. Jetzt greift mich bitte nicht an.
Okay. Ach, da. Na, ich nenne dich jetzt James. Hey, habt ihr Cortana repariert oder? Oh! Wer sind Sie? Ich bin das, was von dem Blutsvater namens Bibliothekarin übrig ist. Meine Erinnerungen wurden erhalten, um die Menschheit auf ihrem Weg zur Aufgabe zu unterstützen. Dieser Plan ist nun leider in Gefahr. Der Didaktiker verlässt Requiem. Bald. Du musst das verhindern. Verlässt? Er sucht das hier. Den Erzeuger. Eine Vorrichtung, mit der er den größten Feind eindämmen kann, den die Blutsväter je hatten. Euch. Die Menschheit breitete sich in der Galaxie aus, schnell und schonungslos. Ganze Systeme fielen, bevor die Krieger des Didaktikers euren Feldzug aufhalten konnten. Als der Didaktiker die Menschheit nach 1000 Jahren endlich bezwang, war seine Strafe hart. Wir konnten nicht ahnen, dass die Blutsväter nicht eure einzigen Feinde waren. Die Menschheit breitete sich nicht aus. Sie war auf der Flucht. Vom Krieg geschwächt, konnten wir die Parasiten, die euch verfolgten, nicht besiegen. Die Blutsväter planten eine letzte große Reise. Aber der Didaktiker weigerte sich, unsere verantwortungsvolle Aufgabe abzugeben. Er würde die Galaxie beschützen. Zu einem Preis. Bei unserem Streben nach Transzendenz sollte der Erzeuger die organische und digitale Welt verbinden. Er hätte uns unsterblich machen können. Aber die Ergebnisse verschlechterten sich. Und die gespeicherten Persönlichkeiten zerfielen und unsere Versuche, ihnen ihre biologische Form zurückzugeben, erzeugten Monster. Solche moralischen Bedenken kannte der Didaktiker nicht. Die Flat infizierte nur lebendes Gewebe. Der Erzeuger bot dem Didaktiker eine Lösung und seine Rache. Die Prometheaner. Sie sind Menschen. Sie waren nur der Anfang. Er hätte die gesamte Menschheit digitalisiert, wenn wir den Erzeuger nicht an uns genommen und ihn selbst hier eingesperrt hätten. Reclaimer. Als ich die Menschheit katalogisierte, versteckte ich Samen vor dem Didaktiker. Samen, die alle zu einem Ziel führen würden. Deiner Entwicklung? Deiner Kampfausrüstung? Selbst deiner Gehilfin Cortana? Du bist das Ergebnis vieler tausender Lebenszeiten der Planung. Planung wofür? Er hat uns gefunden. Selbst im Tod mischt sie sich weiter ein.
Reclaimer. Das Genlied, das ich in dir angelegt habe, beinhaltet viele Fähigkeiten, darunter Immunität gegen den Erzeuger. Aber du musst sie freischalten. Weh. Gib deine Verbindung mit dieser Welt auf. Deine evolutionäre Reise muss beschleunigt werden. Kann ich den Didaktiker sonst besiegen? Nein. Dann tun sie es. Mach dich bereit. Ist ja wie Voldemort. Voldemortine. Okay, und jetzt? Was bin ich jetzt? Oh, Cortana? Corti! Wie kommen wir hier raus? Fahrstuhl, Rückseite der Kammer. Ihr kleinen hässlichen... Jetzt keine Infozettel hier. Chief, was ist mit Ihnen? Ihre Biowerte sind total durcheinander. Ist eine lange Geschichte. Aber ich weiß jetzt, was die... Ich auch. Die Bibliothekarin hat mich eingeweiht, als sie mich aus dem System gefischt hat. Ich weiß aber nicht, was sie mit Ihnen angestellt hat. Hoho, wo bin ich denn hier? Dankeschön. Wie ist Ihr Status? Wir haben hier oben Stücke geschossen. Sind die Infinity auf dem Weg? Negativ. Bei dem ganzen Flug. Wenn wir das Ziel niemals aufschalten. Habe ich jetzt einen Gunner? Sehr gut. Captain, wie wär's, wenn wir Ihnen das Ziel mit dem Lasermarkierer vorgeben? Tun Sie das. Wo soll ich denn hin, Leute? Nach da? Nach da oben. Ich dachte, ich bin der Leithund. Nicht gut. Zweite Linie geklärt, das ist kein Picknick. Vorwärts! Ja, es lebt schon keiner mehr. Es sind schon alle tot. Da oben. Ich
Hallo? Alter. Steckt er in mich drin? Und nochmal in Zeitlupe hochfahren. Na toll. Hier, Kleiner, kannst du haben. Was ist da los? Infinity, wir sind am Trichter. Dann markieren Sie das verdammte Ding, damit wir hier rauskommen. Sie haben ihn gehört, Chief. Schuss einleiten. Ihr müsst mir sagen, also das konntet ihr nicht selbst sehen? Die Infinity kann nicht so viel Schaden einstecken. Nicht noch einmal. Hier geht es nicht mehr um uns oder das Schiff. Sir. Wir haben gesehen, wozu der Didaktiker in der Lage ist. Wenn er diese Welt verlässt, ist die ganze Menschheit in Gefahr. Hören Sie, ich verstehe ja, was Sie zu sehen geglaubt haben. Geglaubt? Bei allem Respekt, Sir. Ich weiß, was ich gesehen habe. Und bei allem Respekt für Sie, Soldat. Ich werde mein Schiff nicht wegen der Wahnvorstellungen eines alternden Spartans und seiner defekten KI aufs Spiel setzen. Sir, und wenn er recht hat? Navigation, setzen Sie Kurs auf die Carinae Station, sobald wir abflugbereit sind. Kommunikation, machen Sie eine Warnboje bereit. Sie werden diesen Planeten nicht verlassen! Cortana. Das wollte ich nicht. Das wollte ich gar nicht tun. Commander Lesky, entsprechend Artikel 55 der UNSC-Verordnung 12.14572 befehle ich Ihnen, den Datenchip der KI zu entfernen und bis zur endgültigen Zuweisung einzulagern. Ich will nicht. Sie wollen nicht. Entfernen Sie sofort den Chip, Commander. Bitte, ich will nicht. Her mit dem Chip. Der Didaktiker muss aufgehalten werden. Wenn Sie es nicht tun, dann tue ich's. Ich befehle Ihnen, die KI abzutreten! Nein, Sir. Commander! Verhaften Sie ihn! Captain! Verhaften! Captain! Warnen Sie die Erde, dass Ärger ansteht. Cortana und ich tun hier, was wir können. Captain, verhaften Sie den Mann! Verhafte den Held der Welt!